neue Medien, digitale Zeiten. Die erste Frage liegt ganz klar. Hat sich denn Entwicklungszusammenarbeit verändert in diesen Zeiten? Geht es noch so wie früher oder mussten Sie sehr umlernen? Es ist beides. Es ist was dazugekommen. Also die klassische Kooperation ist natürlich immer noch notwendig in vielen Bereichen. Aber gerade was Regierungsaufbau, Staatenbildung anbetrifft, hat sich sehr viel verändert. Und überall dort, wo die Regierung verbesserungsfähig ist, überall dort bildet sich natürlich auch außerhalb eines Rechtsrahmens ein medialer Bereich in digitalen Netzwerken, wo auch hier die Ausbildung, die Handhabung, die Vernetzung ein wesentlicher Bestandteil dessen ist, was wir versuchen mit zu unterstützen. Natürlich niemals als fünfte Kolonne in einem Staat, aber immer als Partner der Zivilgesellschaft. Wie ist es denn für Sie in Ihrer Arbeit sozusagen, die wäre gar nicht gegangen früher zu Zeiten des alten Dampftelefons. Wie kam denn auf die Idee, das anzufangen? Naja, das waren hauptsächlich persönliche Erfahrungen, dass wir an sehr kleinen Projekten, Hilfsprojekten in aller Welt mitgearbeitet haben. Eigentlich alle Gründer, die dann zusammen gesagt haben, wie kann man jetzt dieses neue Werkzeug, was im Internet entsteht und sich da immer weiterentwickelt, dafür nutzen, um dann nicht nur die großen Programme der staatlichen Entwicklungshilfe auf der einen Seite, die Arbeit von großen Hilfsorganisationen, sondern eben ganz am anderen Ende des Spektrums, am Long Tail, eben sehr viele kleine Projekte, die lokal entstehen, überall in der Welt, wie kann man die sichtbar machen, wie kann man denen Sichtbarkeit dann auch geben und wie kann man weltweit Unterstützung zulassen. Also seid ihr beide Konkurrenten oder eher Hand in Hand? Wie muss ich das verstehen? Also ich würde es als gute Ergänzung ansehen, würde mir sogar wünschen, dass wir mit der staatlichen Entwicklungskooperation schon so weit wären, dass man in die Projekte hineingucken kann, dass man sehen kann, an welchem Stand, in welcher Phase eines Projektes man sich befindet, dann hat man auch eine höhere Transparenz und weniger Streuverluste, weil natürlich auch manchmal was schief geht. Also ich denke auch, das ist einerseits eine Ergänzung und dann kann man aber die Werkzeuge, die es ermöglichen, diese kleinen Projekte überhaupt stattfinden zu lassen, diese Werkzeuge kann auch der Staat einsetzen. Am liebsten wäre es mir, da sind wir dann aber tatsächlich Konkurrenten, wenn wir unsere Projekte transparent im Internet darstellen könnten und jemand das Ding so gut findet, dass er sagt, da will ich mich beteiligen, da spende ich jetzt was dazu, dass wir noch was mehr machen. Aber A, sind wir dann Mitbewerber im Fundraising. Das wird nicht überall gerne gesehen und zweitens geht es leider aus haushaltsrechtlichen Gründen nicht. Also wir haben jetzt diese Werkzeuge auch schon 3,5 Jahre lang erprobt. Bald sind wir wahrscheinlich so weit, dass wir sie Ihnen kostenfrei zur Verfügung stellen können, damit Sie Ihre Projekte auch transparent machen können, den einzelnen Beteiligten. Man hat ja früher immer gesagt, Hilfe zur Selbsthilfe, beispielsweise Bildung, wie man Bildung transportieren kann, wie man Bildung helfen kann, wie man Bildung fördern kann vor Ort. Hat sich das verändert in diesen digitalen Zeiten? Auch ja und nein. Es kommt immer auf den Entwicklungsstand eines Landes an. Ich muss natürlich in der Grundbildung anders vorgehen als zum Beispiel in der Erwachsenenbildung. In der Grundbildung sind in vielen Ländern die Technologien schlichtweg gar nicht vorhanden. Es gibt allerdings natürlich gerade im Bereich der beruflichen Bildung und Erwachsenenbildung auch durch neue Medien, durch neue Technologien viele Chancen, aber auch außerhalb davon. Wenn ich mir angucke, was die Handynutzung in Afrika ermöglicht, zum Beispiel Handybanking. Vielleicht für alle, die es nicht wissen, also in Kenia, glaube ich, fing es an mit M-Pesa, sozusagen Handy als Zahlungsmittel und dann Handy als Bank, eine Art Handybank. Wäre sowas auch förderungswürdig, dass sozusagen wir als deutsche Entwicklungshilfe dieses Prinzip sozusagen da, wo es keine Bankstruktur gibt es in andere Länder fördern? Vom Grundsatz her wahrscheinlich ja, wir machen es bisher noch nicht. Wir sind aber der weltweit größte Mikrofinanzinvestor und helfen dadurch natürlich auch Geschäftsideen umzusetzen und sowas ist eine Geschäftsidee. Also ganz klar, sozusagen der Ausbau der Infrastruktur ist der technischen Infrastruktur, Internet, mobile Kommunikation und jetzt, wo das beides immer mehr zusammenwächst, ist sicherlich einer der besten Investments in Richtung, auch unter der Überschrift Bildung. Was dann aber natürlich der große Job der Politik sein muss, ist sozusagen, dass dieser Raum geschützt werden muss, dass der wirklich frei bleibt. Wie kann man denn das Potenzial der neuen Medien in diesen Ländern stärken? Erstmal lesen und schreiben ist Voraussetzung, um dann auch sozusagen diese Technologien nutzen zu können. Also man muss in Bildung auch ganz unten anfangen zu investieren. Digital Divide, wie es heißt, ist ja nicht nur Zugang zur Infrastruktur, sondern ist ja auch sozusagen die Bildung, wie nutzt man diese Werkzeuge. Aber ganz konkret, wir haben ja alle gesehen in Nordafrika, was dieser Tage da passiert ist. Was müsste passieren, um sozusagen die Fackel noch weiterzutragen? Wir wollen hier nicht nur Schulen, die Journalistinnen und Journalisten, insbesondere auch die der früheren Staatsmedien, weil bisher sind die gewohnt gewesen, Regierungsstatements zu verkünden,
aber nicht selbst zu recherchieren, selbst zu berichten, das kann man noch lernen. Und da wollen wir gerne helfen, diesen Rechtsrahmen zu verstärken, damit mehr Menschen die Möglichkeit haben, frei miteinander zu kommunizieren. Herr Behnke, eigentlich müssten Sie jetzt jubeln und müssen sagen, boah, toller Minister. Ja, also wenn sozusagen genau das ist, was jeden Tag mit Macht vorangetrieben wird, dann ist es wunderbar. Und wenn es halt konkret Seien Sie mal ein bisschen kontroverser. Ja. Sie müssten doch jetzt als NGO eigentlich sagen, Herr Minister, Sie müssen mehr machen. Also das erwarte ich mir jetzt von Ihnen. Ich, ganz ehrlich, bin viel mehr auf der Seite Technologie hier in Deutschland, mehr die Werkzeuge, die wir hier haben, hier zu nutzen, um die politischen Entscheidungsprozesse und gerade auch in der Entwicklungszusammenarbeit die Menschen, den Bürgern näher ranzuholen, teilhaben zu lassen, warum wird in welche Programme investiert, wie sehen sie im Detail aus, wie ist der Status, die Technologie auch zu nutzen, um mal Feedback einzuholen. Wir sind da auf einem ganz ordentlichen Weg, am Beginn kommenden Jahres ein unabhängiges Evaluierungsinstitut einzurichten, das unsere Arbeit überprüft. Wir wissen nämlich tatsächlich nicht, wie wirksam wir sind. Aber man kann schon erkennen, ob etwas eine Wirkung erzielt hat. Nehmen wir mal an, ich wäre irgendein Dorf in, sagen wir, Afrika oder Asien, möchte mich bedanken bei dem Dirk Niebel, der mir einen Brunnen spendiert hat. Könnte ich das? Wie würde ich das machen? Nein, könnten Sie nicht, weil ich würde Ihnen keinen Brunnen spendieren. Das ist schon mal die erste falsche Annahme. Aber Herr Niebel, Sie könnten es privat tun über unsere Internetplattform. Ja? Sie würden den aber Dank aber online auch das bekommen. Fände ich falsch. Irgendwo nein. Was hinstellen, weil wir meinen, dass es gut ist, das funktioniert nicht. Genau, aber genau da ist das Internet wirklich, bietet wahnsinnige neue Möglichkeiten. Es gibt eine lokale Initiative, da sind die Leute, die in ihrer Community entscheiden, wir brauchen hier einen Brunnen. Und dort können Sie wie ein guter Nachbar von hier aus rund um den Globus irgendwo ein Projekt unterstützen, was lokal entstanden ist. Vergessen wir bei diesen ganzen netzbasierten Ansätzen nicht so die Ärmsten der Armen? Nein, es ist nämlich so, es wird jeden Tag besser. Mobilfunk ist jetzt schon so verbreitet, dass es wirklich Sinn macht, flächendeckend. 10% mehr Handys für die Gesamtbevölkerung, sagt die London School of Economics, steigert das Wachstum in Entwicklungsländern um 0,6%. Wenn ich das so lese, dann müssten Sie doch eigentlich sozusagen die Handys kistenweise in Afrika verteilen. Ja, das ist, glaube ich, die falsche Art von Entwicklungszusammenarbeit, Handys kistenweise zu verteilen. Es ist tatsächlich so, dass die Transparenz, die durch mobile Kommunikationsmöglichkeiten geschaffen wird, das Wirtschaftswachstum steigert, dadurch, dass man den geeignetsten Markt für seine Dienstleistung oder sein Produkt findet. Manche Leute sagen, es besteht die Gefahr einer neuen Kolonialisierung durch diese Technologie, die ja aus den nördlichen Ländern kommt. Wenn ich mir angucke, wo die Haupthandyhersteller in der Welt sitzen, dann sind das meistens frühere Entwicklungsländer, die aufgrund einer neuen Idee, aufgrund einer neuen Technologie es geschafft haben, aus der Armut herauszukommen und teilweise heute schon zu den Gebernationen gehören. Die Rohstoffe für die ganzen Handys, die dann nach Asien verschifft werden, die sind in Afrika. So, und wenn man da jetzt sozusagen diesen Reichtum dort schützt, dann... Das ist und auch da hilft die Transparenz. Sagen Sie mir doch mal einen Grund, warum Sie das gut finden, was er macht. Und danach müssen Sie mir einen Grund sagen, warum Sie das gut finden, was er sagt. Also ich finde das toll. Darf ich anfangen? Auch gut. Entschuldigung. Ja, ja, dann überlege ich mir, ob ich so freundlich bleibe. Ich hatte mehr Zeit, mich vorzubereiten. Also ich finde toll, dass der Bundesminister seit seinem Antritt auf seiner Internetseite ein Grußwort hat, wo steht ein afrikanisches Sprichwort. Wenn viele kleine Menschen an kleinen Orten kleine Dinge tun, dann wird sich das Antlitz der Welt verändern. Und letztendlich benutzen wir jetzt die Werkzeuge, die das Internet bietet, genau dafür. Wir bieten die Möglichkeit, dass diese vielen kleinen Dinge zum ersten Mal sichtbar werden und dass dann andere kleine Menschen sich daran beteiligen können. Es ist einfach so, wenn einzelne Persönlichkeiten oder Gruppen von Menschen sich ein Ding zur eigenen Sache machen, dann ist die Erfolgswahrscheinlichkeit wesentlich höher, als wenn irgendwelche Institutionen meinen, sie müssten etwas bewegen. Das gilt natürlich nicht für die staatliche Entwicklungskooperation. Es gibt ja eine relativ große Gruppe von Menschen, die Sie nicht erreichen. Wie sieht es in dem Zusammenhang aus mit Vorschlägen, wie man so zum Beispiel aus Schweden hört, dass ein Grundrecht auf Internet in die Entwicklungszusammenarbeit mit eingearbeitet werden muss? Alles, was wir zusätzlich an Mehrwert erzielen können im Bereich moderner Technologien, die eingesetzt werden können, damit wirtschaftliche Wachstumsdynamik Armut bekämpfen hilft, sollte man das tun, wo immer es möglich ist. Aber es generell zu einem Grundrecht zu machen, glaube ich nicht, dass der Anspruch den Realitäten genügen würde. Also warten wir nochmal 10 Jahre und es geht nicht über Nacht. Die Entwicklung ist rasant dort und trotzdem ist sozusagen jeder Euro in Ausbau der Infrastruktur wertvoll, weil es eben Grundvoraussetzung ist für Einhaltung von Menschen. Okay, vielen Dank. Sie haben gerade gesagt, dass Wirtschaftswachstum halt ein wichtiger Teil der Armutsbekämpfung ist, aber es ist ja oft so, dass durch Wirtschaftswachstum erst die Eliten profitieren.
dass nicht unbedingt eine wachsende Wirtschaft zur Armutsbekämpfung beitragen kann. Nein, ich glaube, da haben wir unterschiedliche Vorstellungen, was ich mit Wirtschaftswachstum meine. Und ich kann Ihnen ein ganz konkretes Beispiel nennen, mein Lieblingsbeispiel. Das ist das erste und einzige Zementwerk, das von einem schwäbischen Familienunternehmen in Namibia gebaut worden ist. Ein sogenanntes Greenfield-Projekt, also auf der grünen Wiese gebaut. In Namibia müsste man wahrscheinlich eher sagen, in Sand gesetzt, bloß es hat gut funktioniert. Und rundherum hat sich in dieser Gegend, wo sonst nichts gewesen ist, eine enorme Dynamik entwickelt. Weil 200 Menschen in diesem Werk beschäftigt sind, rundherum fast 2000 zusätzliche Arbeitsplätze entstanden sind. Das ist eigentlich das Idealbild von gut gemachter Entwicklungskooperation, denn dieses Projekt wird nur mit Krediten unterstützt, also es wird noch nicht mal Steuergeld ausgegeben. Die Frage ist, wie stehen die beiden Herren zu dem Thema Transparenz durch Internet, insbesondere durch sowas wie WikiLeaks? Das würde mich sehr interessieren. Kann ich Ihnen ganz einfach beantworten. Ich bin sehr für Transparenz. Ich bin aber auch der festen Überzeugung, dass Staaten durchaus aus Gründen der Staatsräson nicht alles öffentlich machen dürfen, weil dadurch das Leben und die Gesundheit von Menschen gefährdet werden könnte. Man kann nicht dementieren, dass damit auch schlimme Sachen passieren, wenn bestimmte Informationen einfach rauskommen. Gleichzeitig ist es aber so, es gehört zu den Themen, die erprobt werden müssen. Und am Schluss gewinnt man so viel durch die Transparenz, dass ich glaube, es müssen sich auch die Staaten irgendwann darauf einstellen, dass sie nicht mehr einen Deckel drauf halten können auf Sachen, die im Hinterzimmer besprochen werden. Sie haben über ein Vorzeigeprojekt in Kolumbien auch gesprochen, in denen es ja auch um Verbreitung von Kommunikationstechnologien geht, damit auch Zugang zu Transparenz oder zur Möglichkeit, Transparenz zu schaffen. Inwiefern stoßen Sie also auf Widerstände, wenn Sie solche Projekte anstoßen wollen, und wie begegnen Sie dann diesen Widerständen? Die Projekte, die wir durchführen, sind mit der jeweiligen Partnerregierung vereinbart. Das heißt also, auch die Schulung von Journalisten, die Vernetzungsprojekte sind vereinbart, ist Bestandteil dessen, was wir unter guter Regierungsführung uns gemeinsam vorgenommen haben. Und deswegen arbeiten wir sehr gerne mit der kolumbianischen Regierung zusammen. Es ist diejenige, die versucht, das Unrecht der vergangenen Jahrzehnte wieder rückgängig zu machen. Auf internationaler Ebene wurde 2008 schon die IATI-Initiative verabschiedet, die sich zum Ziel gemacht hat, Standards zu entwickeln, um Entwicklungsausgaben transparent zu machen. Deutschland hat damals unterschrieben, aber die Standards noch nicht umgesetzt. Deshalb meine Frage, warum nicht und wann wird das passieren? Wir unterstützen die IATI-Initiative nach wie vor und arbeiten dort in den Gremien mit. Das Problem ist, dass viele kleinteilige Details beschrieben worden sind, die in der praktischen Arbeit schlicht so nicht umsetzbar sind. Die sind in der Theorie alle richtig und auch unterstützenswert. Bloß wenn Sie das in die Arbeit einfließen lassen, dann kommen die Masse derjenigen, die sich mit Entwicklungszusammenarbeit auf staatlicher Ebene beschäftigen, nicht mehr dazu, sich um ihr eigenes Geschäft zu kümmern, sondern sind im Wesentlichen zur Eigensicherung mit Dokumentation beschäftigt. Okay, dann bedanke ich mich vielmals bei Ihnen für Ihre Zeit. Schön, dass Sie da waren.